Szene 1, die Anstalt. Das war total schön. Ja, natürlich. Ja, gerne. Ja, nächsten Monat ist noch viel zu haben. Und natürlich. Ja, Guten Tag. Ja. Genau. Können Sie dann, richtig. Nein, ja, nein. Füllen Sie schon mal aus? Sie wollen noch hier rein, oder? Ja, mir wurde gesagt, ich habe hier Holz, mein Name. Moment. Ist noch ein Zimmer. Ja, gut. Okay, auf Wiedersehen. Tag erstmal. Guten Tag, Holz. Guten Tag. Stefan, mir wurde gesagt, dass es hier noch eine Möglichkeit gibt für eine Nacht, ja? Genau. Erstmal ausfüllen. Ja. Steht da alles drauf? Name? Genau, Name. Anschrift. Woher kommen Sie? Aus Gütersloh. Ach, schön. Gütersloh, das haben wir viele Leute hier. Die sind auch aus Gütersloh. Ja, die sind hier. Sehr interessant. Hallo. Kennen wir uns? Haben wir uns schon mal gesehen? Nein. Also wir haben Sie noch nicht gesehen. Wir sind schon sehr lange hier. Ja. Ich wohne in der Gerderstraße. Gerderstraße. Ja. Ja. Schön. Haben wir früher auch mal gewohnt. Jetzt sind wir am Siebenerring. Mhm. Ah ja, das. Am See. Ja, ein bisschen außerhalb. Mit Ihrem Namen wird das sehr schwierig mit dem Stammbaum, der da abgefragt wird, ne? Ja, warum? Alles gut ausfüllen, ist sehr wichtig. Ja, Name, Beruf, Alter haben Sie ausgefüllt. Dann das Stammbaum. Also die ersten drei Positionen sozusagen sind wichtig. Also Vater, warum wollen Sie jetzt wissen, wer mein Vater, wer mein Urgroßvater? Ja, Beispiel, Vater des Vaters. Entschuldigung, ich wollte nicht. Mehr brauchen Sie gar nicht, das ist ganz einfach. Das ist ja dann auf Seite 2. Gott, das geht dann noch weiter. Ja, bis Seite 5. Das sind die neuen Auflagen. Sehr wichtig. Das weiß ich. Also ich weiß gar nicht, mein Urgroßvater. Also Großvater ist, das kriege ich noch hin, aber Urgroßvater wird jetzt schwierig. Sonst machen Sie doch erstmal die nächste dann. Ich kann Ihnen dann helfen. Ja. Wir haben uns darüber überhaupt erst kennengelernt, also selbst kennengelernt. Es ist wichtig, sich selbst zu kennen und woher man kommt. Das ist total wichtig. Lass ihn doch mal jetzt. Genau, sehr wichtig. Ja, einfach gut, als kleine Motivation, das kann auch was bringen, wenn man sich mit sich selbst meine beschäftigt. Meine Güte, das ist ja richtig lang, das geht ja immer weiter. Ja, auch die Anzahl der Netzgeräte, die Sie mit haben und so. Das ist wichtig. Ne? Genau, Anzahl der Netzgeräte, wie im ganzen Stromkreislauf hier, damit jeder auch noch Empfang hat. Okay, das ist einfach, das sind ja nur zwei. Genau. Ich habe ja nur meinen. Und sehen Sie mal hier, was Seite 2 steht, da unten. Da müssen wir einfach da ein Häkchen, ja. Ach so. Das war's. Das reicht, zu sagen, dass ich Single bin, aber ich bin nicht Single. Jetzt haben Sie ein Häkchen gemacht. Und ich bin verheiratet. Ich wollte Ihnen jetzt eigentlich helfen. Also, Na, dann machen Sie natürlich das Häkchen da, wo es Single ist. Falsch. Kann ich das wieder ausradieren, weil ich... Und, wo möchten Sie? Hätten Sie noch meinen Stadtplan für mich? Ich habe meinen leider verbaut. Entschuldigung. Darf ich den mitnehmen? Natürlich. Auf einer weiteren Seite ist noch eine sehr eigenartige Frage. Was für eine eigenartige Frage steht hier? Ich sag's Ihnen gleich. Das ist wirklich eine eigenartige Frage. Sie können ja schon mal weiter ausfüllen. Ja? Ja, ich. Also wenn Sie Probleme mit der Blutgruppe haben, wenn Sie das nicht mehr wissen, einfach beim Hausarzt anrufen. Also der könnte mir das auch sagen. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Das weiß ich, Gott sei Dank, die Blutgruppe weiß ich, weil ich erst kürzlich beim Arzt war. Das war Es gibt ja nur... Es gibt da AB oder es gibt AB0. Und ich verwechsel die immer. Er hat es mir zwar gesagt, aber jetzt muss ich doch meine Frau kurz... Sehen Sie, es ist einfach gut, dass man das weiß, auch ob man Organspender ist oder nicht. Das ist einfach wichtig, wenn was passiert. In Europa haben Sie meistens A. Ich habe auch A. Wie gesagt, da steht drin, ja, mit welchem Tier identifizieren Sie sich? Haben Sie jetzt das eine rausbekommen? Jetzt habe ich gerade, Moment, ich bin ein bisschen verwirrt. Meine Frau. Ja, macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Wir haben ja den das habe ich jetzt auch so noch nie erlebt. Lassen Sie mal, ich kann mit Ihrer Frau telefonieren, dann können Sie weiter ausfüllen. Meine Frau wissen, Blutgruppe. Die Blutgruppe, genau. Und auch. Und das mit dem Tier, das ist sehr wichtig, das ist die wichtigste Frage von allen. Mit welchem Tier identifiziere ich mich? Ich war eigentlich... Ich bin quasi ein Freund von Ihrem Mann. Ja.
Elefant. Hallo, wir sind auch aus Gütersloh. Elefant. Ich finde, ein Elefant hat Stärke, hat Würde, hat Kraft. Gut, Drang ist eigentlich sehr wichtig für uns, weil je nachdem, mit welchem Tier Sie sich identifizieren, so werden Sie dann auch behandelt. Nein, ist es nicht passiert. Also ich werde Sie jetzt ein bisschen wie ein Elefant behandeln. Sie behandeln mich wie ein Elefant? Ein bisschen nur. Er ist gesund, kein Problem. Elefant vom Porzellanladen etc. pp. Das ist toll, dann haben Sie eine große Dusche. Es ist wirklich nichts passiert. Er ist heil. Es ist alles in Ordnung. Sie hat Angst, dass Ihnen was passiert. Schatz, alles okay. Nein, ich bin jetzt gut angekommen. Ich bin in Berlin. Ja, gibt es viele Fragen. Weißt du noch, welche Blutgruppe ist es jetzt? A oder B? Oder A0? A0. Das sind ja noch die einfachen Fragen. Schwieriger wird es ja wirklich dann, ob Ihre Frau schon in der Menopause ist. Können Sie sie gleich fragen, ob sie schon mit dran ist? Ob du schon in der Menopause bist, soll ich... Bist du? Und wie viele Kinder und wie viele Orgasmen? Ich meine, das ist ja auch schwierig. Und ob sie auch Salbe verwendet gegen Trockenheit. Ach, jetzt. Na, wenn Menopause, dann müssten Sie ja bei B dann weitermachen. Sabrina, jetzt, bitte. Warum rünzelst du die Stirn? Das hat uns sehr weitergeholfen. Da haben wir endlich mal drüber geredet. Vorher wusste er das gar nicht, dass es Salben gibt. Das muss jetzt machen Sie mal eins nach dem anderen. Haben Sie müssen Sie alles wissen? Das müssen wir alles wissen. Natürlich. Wir haben alles, es wird alles speziell auf Sie zugeschnitten, Ihr Zimmer und all das. Die ganze Behandlung. Ist das jetzt hier in Berlin so, weil wegen... Das neues Gesetz in Berlin, ja. Ach so, das wusste ich noch nicht. Rot-Grün. Aber Sie schaffen das. Da ist was los hier. Bleibst du dran, du? Ich muss dich jetzt mal was... sag mal, wie viele Orgasmen hast du denn so? Ich mach mal kurz. Ich höre dafür zu, es interessiert mich einfach. Ja. Ich weiß, aber ich kann doch jetzt einfach trotzdem irgendwas... Sind Sie durch? Bitte. Vielleicht trotzdem was, trotzdem reinschreiben. Ja, danke. Er kommt nicht klar. Danke. War es schwer für Sie? Manchmal weiß man als Mann, denkt man, es läuft immer gut. Es läuft sehr gut. Ach, mehrere. Drei. Drei pro Jahr. Drei. Ist doch gut. Das ist doch ganz gut. Drei Stück. Entschuldigung, jetzt habe ich ja doch hingehört. Also drei ist doch wunderbar. Ach, und Sie haben angekreuzt, dass Sie weitsichtig sind, aber Sie benutzen gar keine Brille. Ja, weil ich das ja nur beim... Das hat damit zu tun, wissen Sie, dass ich natürlich gerne auch... ich bin ein bisschen eitel. Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen eitel. Sehr gut. Ich habe bisher noch keine schöne Brille gefunden. Das können Sie dann auf Seite 37 ganz unten an der Fußnote noch vermerken. Charaktereigenschaften, die man ändern möchte. Das geht ja immer weiter. Ja. Ich habe nachher auch noch einen Termin. Also wie lange braucht man denn im Durchschnitt? Naja, wir rechnen 45 Minuten braucht man schon fürs Eintragen. Wir haben im ersten Jahr, da haben wir uns hier kennengelernt. Steht ja auf der Webseite. Bis tief in die Nacht haben wir gesessen. Ja, und dann kam eins zum anderen und dann, auf Seite 2. Aber wir sind ja jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Das hört ja gar nicht auf. Ganz am Ende, steht noch eine Frage, die wir gar nicht erwarten würden. Welche Frage steht da? Das ist die letzte Seite schön. Ja, unglaublich. Sie kriegen ein Wasserfreihaus. Haben Sie damals nicht bekommen? Na, das haben Sie doch auch bekommen, oder nicht? Was war die erste Schallplatte, die Sie sich jemals gekauft haben? Ja, wofür brauchen Sie denn, wollen Sie denn das wissen? Fragen Sie doch nicht immer, warum machen Sie es einfach? Es ist so spannend. Merken Sie nicht, wie Sie jetzt schon in Ihre Erinnerung abtauchen? Wie schön es ist, einfach... Das war Udo Jürgens. Gucken Sie mal. Nein. Oh. Weißt du noch? Die letzte Frage. Ich sag's Ihnen. Wie fanden Sie den Ausfüllschein? Ja, mittel, schlecht. Ich meine gut, mittel, schlecht. Umfangreich. Das können Sie auch extra eintragen? Das scheint dann Gütersloh zu liegen, dass er auch gut Jürgens mochte. Sie sind ja jetzt gut bald durch? Nein, ich habe ja jetzt erstmal nur das letzte. Dann beeilen Sie sich mal ein bisschen, Ihre 45 Minuten sind gleich vorbei. Ich schaffe das gar nicht so. Das ist ja noch nie, das habe ich so weit. Ich helfe Ihnen jetzt. Ja, ja. Also. So, erster Urlaub. Eine halbe Stunde später. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Vielleicht bleiben Sie ja gar nicht Single. Ja. Und Ihre Frau hat mir gerade gesagt, dass Sie sich freuen, dass Sie in so guter Gesellschaft sind. Wir kennen uns doch, wir hatten mal den Garten nebenan, also als Kinder. Ach, ja. Jetzt erinnere ich mich. Ja, das ist ja großartig. Als Ihre Frau Kind war, kannten wir uns ja noch gar nicht, oder? So, dann schauen wir nochmal nach. Also man erfährt ja dann so doch auch Dinge über sich selber, das ist toll. Genau. Was habe ich über mich erfahren, was ich
gar nicht wusste vorher durch das Ausfüllen des Formulars. Sie haben wirklich alles ausgefüllt. Sehr gut, die 45 Minuten sind auch gleich um. Sehr schön. Das ist ja wirklich besonders interessant. Ja, wie gesagt, das, ich war sehr... Dass Sie für die Mondlandung genau, sich interessieren. Ich war, ganz genau, genau. Was es bedeutet, ein Mann zu sein? Ja, denn im Grunde, wissen Sie, man macht sich da ja so Gedanken drüber. Und jetzt weiß ich einfach, ein Mann ja. weiß, was er will. Ich freue genau. mich. Genau. Ich schaue jetzt direkt nach, in welches Zimmer Sie bekommen, ja? Ich freue mich so, dass Sie alles ausgefüllt haben. Upp, eins. Der bleibt nicht lange Single, sag ich dir. Nach der, jetzt ist er durch. Er ist ein Mann geworden. Er ist gar nicht. Tut mir leid. Nein? Sind alle Zimmer belegt. Ich dachte. Cut.